Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Und wie ich schon angekündigt habe, geht es heute um die Straße hier vorne nochmal. Zum einen müssen wir den kleinen Fehler beheben, den ich leider gemacht habe, dass die Schienen zu hoch sind. Aber das ist gar kein Problem, denn wir müssen das Ganze eh nochmal aufmachen, denn ich möchte heute beleuchten. Beleuchtung ist ein großes Thema heute, denn ich möchte Straßenlaternen einbauen. Dazu habe ich hier auf jeden Fall schon mal einiges an Material mir bestellt. Dazu wird heute allgemein noch der Punkt kommen, dass wir die ganzen Fahrzeuge hier vorne so beleuchten wollen, dass wir die Wireless Power Konnektoren benutzen können von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks sind die. Dazu gab es ja gestern ein Video und heute bauen wir das hier richtig ein. Wir bauen es in die Straße ein. Wir werden dafür sorgen, dass die Fahrzeuge hier variabel nutzbar sind, die Straßenbahn. Wir werden noch ein weiteres Fahrzeug, vielleicht zwei weitere Fahrzeuge hinzubauen. Eventuell bauen wir noch das hier, beleuchten es. Oder wir nehmen etwas aus diesem City-Set. Ist schon ein bisschen älter. Die fand ich auch ganz nett, die beiden Fahrzeuge. Das werde ich dann während des Videos mal schauen, was sich da am besten eignet. Es wird auf jeden Fall viel verkabelt. Und ab heute gilt die Aktion mit meinem Beleuchtungspartner. Und zwar könnt ihr grundsätzlich, das ist immer so, 5% Rabatt auf alles bekommen, wenn ihr Newsletter-Abonnent seid. Und heute bis einschließlich zum 8. März bekommt ihr mit dem Code BRICKWORLD10, blende ich gleich nochmal ein, schreibe ich auch unten in die Videobeschreibung, zusätzlich nochmal 10%. Also ihr könnt 15% auf alles bekommen, außer auf die Straßenlaternen, denn dort ganz neu gibt es ein Staffelprinzip. Je mehr ihr kauft, desto billiger werden die Einzelnen, nur so als kleine Info. Aber darauf gilt heute der Code nicht. Aber wenn ihr irgendwas bestellen wollt, dann nutzt gerne meinen Link. Dann bekomme ich noch ein bisschen Provision und ihr bekommt zusätzlich mit dem Code insgesamt, wenn ihr eben Newsletter-Abonnent seid, 15% Rabatt. Lohnt sich auf jeden Fall und zwar diesmal wirklich auf alles, außer Straßenlaternen natürlich. Kommen wir ein bisschen vor wie bei Praktiker. Aber ja, das machen wir heute. Wir beleuchten, wir bauen die Straße um und das wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache werden. Vor allem wird es nochmal ganz viel mehr an Leben in die Stadt bringen. So viel dazu, gleich kommt die Werbung und dann geht's hier los. Und damit starten wir auch heute wieder in den Speedbuild. Der wird heute einige Zeit dauern. Und wie ihr seht, reiße ich am Anfang erstmal alles raus. Die Schienen müssen raus, denn wie gesagt, ich habe die das letzte Mal aus Versehen zu hoch eingebaut. Ich weiß leider immer noch nicht warum. Das heißt, die stehen ungefähr die stehen eine Plate raus, was natürlich unpraktisch ist. Vor allem, weil die Autos dadurch schief stehen. Die Straßenbahn steht lockerer, als sie sein müsste. Und vor allem hätten eh nochmal aufmachen müssen, um wie gesagt die Kabel ganzen reinzuziehen. Es wäre einfacher gewesen, wenn ich nicht alles neu hätte bauen müssen. Ich hätte wahrscheinlich die Schienen und das Ganze relativ großflächig rausnehmen können. Und dann hätte ich einfach nur die Kabel drunter legen können, ein bisschen was anpassen müssen. Aber so seht ihr, dass ich jetzt erstmal alles rausgerissen habe. Erstmal die eine Seite rausgerissen. Und jetzt schaue ich mal mit den Fahrzeugen, wo die später mal stehen sollen. Denn ich möchte ja dieses System einbauen, dass ich die Fahrzeuge jederzeit hin und her stellen kann, wie ich das möchte, ohne dass ich da jetzt irgendwie Kabelprobleme habe. Dann nehme ich ja von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks diese Konnektoren, habe ich ja im letzten Nicht-Update-Video vorgestellt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und die werden jetzt hier in die Straße eingelassen. Das System habe ich ja auch schon genutzt. Früher, jetzt mache ich das hier ein bisschen massiver, denn in diesen Straßenabschnitt, der über 3 32er Plates geht, baue ich 5 Stück davon insgesamt ein, 4 für Autos, 1 für die Straßenbahn, beziehungsweise man kann die Straßenbahn auch theoretisch wegnehmen, dann ein Auto hinsetzen. Jedenfalls, das mache ich auf jeden Fall dieses Mal. Und ich baue 2 Straßenlaternen auf die von euch jetzt hier im Bild gesehene rechte Seite. Dazu muss ich erstmal die Straßenlaternen vorbereiten. Ich muss ein bisschen Löcher reinbohren in die Steine, damit die Kabel verlegt werden können. Und da wird jetzt gleich die erste Laterne nach dem Bau durch Stil, den ich ja immer nutze, hier in der Brickworld platziert. Das Kabel wird unten durch den Gehweg geschoben und wird unten drunter unter der Schiene durch und in der Mitte zwischen den beiden Schienen seht ihr zum kleinen schwarzen Strich, das ist einer der 6-Fach-Konnektoren und da wird zum einen das Kabel eingebaut von der Laterne, die ihr oben rechts seht, als auch von dem ersten Konnektor, der jetzt da gerade zugebaut wird. Ihr seht, die Schiene wird jetzt gerade langsam überbaut und diesen schwarzen kleinen Fleck, das ist der Connector, der ein bisschen tiefer sitzt. Und da werden dann die Autos running gesetzt mit ihrem eigenen Connector, mit dem Gegenstück. Und dann leuchtet das Auto. Zeige ich euch am Ende des Videos sicherlich nochmal genau, wie schön es dann ist, dass man es umbauen kann. Und jetzt seht ihr auch, ich teste erstmal, dass es auch funktioniert. Immer eine ganz gute Idee. Bevor man alles zubaut, auch testen, ob alle Kabelverbindungen funktionieren. Es kann in ganz, ganz seltenen Fällen sein, dass ja ein Kabel mal kaputt ist. Das kann ja immer passieren. Ansonsten kann es auch passieren, dass man sehr, sehr dumm war und das Kabel böse abgeklemmt hat und dann vielleicht einen Kabelbruch fabriziert hat.
Passiert mir bisher nur ein einziges Mal, obwohl ich sehr, sehr viele Kabel verbaut habe und da war ich wirklich selber dran schuld. Ansonsten seht ihr jetzt, dass ich jetzt die zweite Laterne aufbaue, damit ich auch da das Kabel in die Mitte ziehen kann. Und diesmal geht es ein bisschen schneller, weil ich doch mal wieder wusste, wie es funktioniert. Und das wird jetzt weiter, müsste gleich platziert werden. Dann kommt das Kabel auch da unter die Schiene hindurch. Genau, Laterne steht. Kabel kommt jetzt rüber. Ich habe jetzt mal das Ganze verschoben, weil ich jetzt erstmal ein Loch, das seht ihr leider im Bild nicht, in die Platte, in das Modul gebraucht habe. Vorne die drei Platten, die 32er, sind ja ein einzelnes Modul. Da habe ich jetzt ein Loch vorne reingemacht, um den USB-Stecker, der dann später unter dem Tisch gehen wird, reinzumachen, damit ich die ganze Verkabelung machen kann. Und ihr seht jetzt in der Mitte, seht ihr jetzt die Kabel, die jetzt da langlaufen. Denn unten links außerhalb des Bildes ist wieder der Anschluss vom USB-Kabel, dann geht das nach oben, dann geht ein Verlängerungskabel von dem einen Connector zum anderen und jeweils bei beiden Konnektoren kommen dann ein paar Kabel rein, sowohl von den ja, Konnektoren für die Fahrzeuge, die kabellosen genau, und auch für die Straßenlaternen. Ich sehe, es geht jetzt schon ein bisschen voran. Der Schienenstrang ist jetzt fast wieder komplett eingebaut und jetzt wird auch die Lücke zwischen der Schiene und dem Gehweg endlich geschlossen. Dazu baue ich jetzt wieder Plates ein. Die Technik ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Ich konnte jetzt nicht einfach alles wieder draufklastern, weil ich ja jetzt ganz andere Höhenverhältnisse habe. Dadurch ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ich musste also fast alle Teils und auch die kleinen Plates, die ich so genutzt habe, wieder abmachen von den größeren Plates darunter, um das neu bauen zu können. Deshalb dauerte das Ganze auch ewig lange. Einziger Vorteil, links, wo die Parkplätze sind, bis zu der Schiene, das Stückchen mit zweier Plate-Reihe konnte ich einfach drin lassen. In die Richtung laufen ja auch keine Kabel, glücklicherweise. Und das konnte ich drin lassen, aber der Rest war eine relativ große Arbeit. Ihr seht, dass jetzt der zweite Schienenstrang raus muss. Ich nutze da immer so einen kleinen, sehr, sehr schmalen Schlitzschraubenzieher. Der ist nämlich sehr hilfreich. Damit kommt man unter die Plates drunter, ohne die groß. Eigentlich beschädigt man die gar nicht dadurch. Hilft aber, dass man wirklich gut rankommt, auch an Sachen, die sehr, sehr fest dran sind. Und auch jetzt seht ihr jetzt analog hier, teste ich jetzt, wo die Fahrzeuge hinkommen, wo die Konnektoren hin sollen und dann kommen die Schienen jetzt wieder drauf, nachdem ich sie befreit habe, auch getestet, dass die Straßenbahn da jetzt hinpasst. Alle Kabel werden angeschlossen, die beiden Konnektoren seht ihr jetzt auf den blank liegenden Schienen und jetzt wird auch drüben die Lücke geschlossen zwischen den Teilen, die ich glücklicherweise dran lassen konnte, bis hin zur Schiene. Das soll jetzt gleich gelöst sein und jetzt geht's los in der Mitte mit dem Bedecken der zweiten Schiene. Da muss man auch darauf achten, dass die Kabel ordentlich liegen, dass man da alles nicht irgendwie abzwickt etc. Und dann wird alles zugebaut. Ich habe die Straßenschäden ein bisschen minimiert, weil das wurde sehr viel erwähnt, dass vielleicht auch ein bisschen zu viele Schäden waren. Ich habe noch welche drin gelassen, auch das Grünzeug habe ich noch ein bisschen drin gelassen. Hat sich ja eher ergeben, dass ich jetzt ein bisschen anders gebaut habe. Aber da ist mir auch der zweite Schienenstrang fertig. In der Mitte wird es jetzt gleich interessant, denn da laufen ja die Kabel, sowohl auch die Konnektoren in der Mitte liegen. Die Konnektoren sind ungefähr zwei Plates hoch. Das ist erstmal gar kein Problem, weil ich habe ja drei Plates Höhe, beziehungsweise ich habe zwei Plates und dann die Abschlussteilhöhe. Das heißt, ich kann die Plates darunter verstecken, aber ich muss dann irgendwie überlegen, wie ich das mache. Und dadurch habe ich entschieden, dass ich hatte ja diese 2x2er Plates in diesem alten Dunkelgrau, um so Straßenreparaturarbeiten zu simulieren. Darunter verstecke ich jetzt die 6er-Konnektoren. Das hilft, funktioniert ganz gut, weil darunter ist dann ein bisschen Hohlraum. Es fällt nicht auf, weil sie einfach da sind. Es kann ja eine Reparatur sein und darunter kann ich ganz gut die Kabel verstecken. Und zudem, im Fall der Fälle, komme ich relativ leicht an die Konnektoren ran, weil sie eben einfach nur unter diesen 2x2er-Teils liegen. Dennoch, abgesehen davon, war es dann doch ein bisschen aufwendig, hier alles nochmal draufzubauen mit der Mittellinie. Ich musste einiges, konnte ich recyceln, einiges musste ich nochmal neu bauen. Ich habe dann so einen kleinen Kabelkanal in der Mitte gebaut, hat sich ja angeboten. Und alles dann weiter versteckt. Oben seht ihr jetzt gerade, wie die zweite Connector ordentlich versteckt wird. Und dann geht es nach hinten relativ einfach los. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Strang links und rechts, jeweils eine Teil. Da habe ich einfach nochmal Plates reingesetzt und dann die ganzen Teils drüber. Und dann sind wir jetzt gleich wieder so weit fertig, dass die Straße endlich wieder zu ist. Und hier seht ihr jetzt auch, dass ich dazu gekommen bin, die Fahrzeuge anzuschließen. Die zeige ich euch gleich nochmal nach dem Speedbit. Genau, ich baue jetzt hier gerade noch die Beleuchtung in diesen einen Wagen ein, aus diesem einen älteren Lego City Set. Das ist so ein kleiner Bulli, das wird jetzt gerade noch beleuchtet. Seht ihr jetzt leider nicht ganz so gut, weil ich es da am Straßenrand gemacht habe. Ihr seht allerdings, wie oft die Laterne umfällt, weil ich dauernd dagegen komme. Ihr seht auch, dass ich ein bisschen teste und gleich würde ich sagen, sind wir mit dem Speedbuild fertig. Hat hier auch ein bisschen gedauert, fast 8 Minuten sehe ich gerade. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal richtig an.
Puh, endlich ist es geschafft, kann ich euch sagen. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ist heute nicht Freitag, sondern inzwischen Dienstag. Es hat sehr, sehr lange gedauert, das hier alles zu regeln. Vor allem der Straßenbau, dann noch privat einige Dinge und ich habe es leider nicht geschafft. Aber ich erwähne es jetzt einfach nochmal, weil heute letzter Tag ist. Und zwar heute ist der letzte Tag, an dem ihr mit meinem Beleuchtungspartner insgesamt 15% sparen könnt, wenn ihr dort bestellt und dabei auch noch die Brickwell unterstützen könnt, indem ich eben Provision bekomme, wenn ihr bestellt. 5% bekommt ihr eh, wenn ihr Newsletter-Abonnent seid auf alles. Und dann nochmal mit dem Code BRICKWORLD10 findet ihr unten in der Videobeschreibung oder jetzt könnt ihr oben rechts klicken, dann kommt ihr direkt in den Shop. Bekommt ihr insgesamt dann sagen 15% auf alles, außer die Straßenlaternen, die haben jetzt einen neuen Staffelpreis. Und wenn ihr dort bestellt, einige haben es jetzt schon getan, ich habe es gesehen, vielen, vielen Dank, dass schon einiges dazugekommen, was dann hier in die Brickworld fließen kann, dann könnt ihr hier noch ordentlich sparen und gleichzeitig das ganze Projekt hier unterstützen. Und ich zeige euch jetzt gerne nochmal, wie praktisch das mit den Fahrzeugen ist. Ich kann jetzt einfach hier das Fahrzeug wegnehmen, ihr seht, das Licht geht aus. Ich stelle es mal kurz hier so hin, dann kann ich den gelben Wagen nehmen und ich versuche jetzt mal mit einer Hand zu treffen. Ihr seht, es funktioniert schon, das Licht geht wieder an. Dann kann ich den hier nehmen und setze den dann hier hin und es funktioniert. Genauso wie ich habe jetzt den hier beleuchtet, habt ihr jetzt am Ende vom Speedbuild gesehen. Den hatten wir ja schon mal ein extra Video beleuchtet, der ist schon sehr lange beleuchtet. Ich habe ihn jetzt endlich umgebaut, dass er eben auch mit diesem modularen System funktioniert. Und auch den hatten wir schon vor einiger Zeit gebaut. Bei der Straßenbahn habe ich auch endlich das modulare System eingebaut, also diesen Connector unten dran. Den haben wir ja hier ein extra Video schon mal vorgestellt, es sind jetzt einige wenige geworden, wie ihr sehen könnt. Da habe ich so ähnlich gemacht, da ist es nun mal nicht am Fahrzeug selbst, sondern das Kabel hängt unten raus und wird am Boden fixiert, weil die Straßenbahn natürlich in ihrer Position ein bisschen festhängt, dadurch, dass sie auf den Schienen steht. Aber die Beleuchtung funktioniert trotzdem. Wir müssen auf jeden Fall hier drin mal die Kabel verstecken und auch endlich den Innenausbau machen. Das machen wir in einem der nächsten Videos, denke ich. Und was hier auch noch fehlt, ist, dass wir hier oben noch die Hochleitungen hier spannen müssen für die Straßenbahn. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich finde, jetzt hat es schon mal einen riesen Fortschritt gemacht. Und der Straßenabschnitt gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, hier vorne kommt dann noch auf dem neuen, noch ein neues Modul hin mit einer 16er Breite. Da schauen wir, was wir noch hinmachen, ein paar Kleinigkeiten. Ich würde jetzt ungern hier noch irgendein angefangenes Stück Häuserzeile machen, wo man reinschauen kann. Das gefällt mir persönlich nicht so gut, weil man eben auch dann den Blick hier auf die Straße verliert. Ich würde irgendwas Kleineres machen. Ich weiß noch nicht was, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für eure Treue. Ich hoffe, das nächste Update-Video kommt schneller. Es war einfach sehr viel Arbeit in Kombination mit sehr viel privaten Dingen. Und ansonsten bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mir auch sehr, sehr helfen. Ansonsten gerne in die Kommentare alles, was ihr wollt. Hilft auch beim Algorithmus. Und ansonsten bleibt mir nur sagen, vielen Dank. Habe ich schon gesagt, ist egal. Kann man nicht oft genug sagen. Viel Spaß beim selber bauen, viel Spaß beim selber beleuchten, wenn ihr es machen möchtet. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld. Tschüss.